Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, und ja, Hallöchen an alle Neuankömmlinge. Ich habe ja in den letzten Tagen einige Abonnenten dazu bekommen und möchte euch ganz herzlich auf meinem Kanal begrüßen und zum Let's Play von Kingdom Hearts. So, wir landen auch gleich in Traverse Town, denn letztes Mal haben wir Agrabah abgeschlossen. Tja, Agrabah ist auch schon wieder vorbei. Es war eine wunderschöne Welt mit Aladdin und Genie zusammen. Und ja, jetzt haben wir also abgeschlossen und sind zurück in Traverse Town. Warum das? Tja, um zwei Sachen zu erledigen. Donald hat es im letzten Part angesprochen. Hier haben wir eine Trio-Tech. Und zwar eine grüne Trio-Tech. Es hat sich anscheinend viel getan in den Welten, die wir schon besucht haben. Und nein, ich bin nicht doof. Ich habe den kleinen Strotzemann da schon gesehen, der da am Boden liegt. Und dem sagen wir jetzt auch mal Hallo. Ansprechen. Sieh an. Wenn das nicht unser Pinocchio ist. Oh, hallo Jiminy. Hey, Pinocchio. Was in aller Welt machst du hier drinnen? Ich spiele Verstecken. Oh, das glaube ich einfach nicht. Und ich mache kein Auge zu, aus Sorge um dich. Warum in aller Pinocchio? Lüge, Lüge, das gibt eine Rüge, Pinocchio, du kleiner Puppenmann. Tut man nicht, lügen. Ja, Pinocchio, sagst du auch die Wahrheit? Und was ist dann das hier? Das hat mir jemand geschenkt. Keine Flunkerei. Du weißt, dass du nicht lügen darfst. Eine Lüge wird größer und größer, bis du ertappt wirst. Genau wie deine Nase, die in deinem Gesicht rumpimmelt. Aber wozu denn warten, wenn man etwas haben will? Warum soll man es nicht nehmen? Oh je, wer sagt sowas? Ein kleiner Dieb ist also der Pinocchio. Hat er den Cid einfach mal ausgeraubt hier? Du brauchst einen Rat von deinem Gewissen. Richtig, du bist mein Gewissen, Jiminy. In deiner Gegenwart würde ich nie lügen. Du musst brav sein, um ein richtiger Junge zu werden. Das hast du von Geppetto doch versprochen, oder? Oh, weißt du, wo Vater ist? Ist er nicht bei dir? Jiminy, wir müssen Vater finden. Nicht so schnell. Da draußen lauern Gefahren und Versuchungen. Ich werde Geppetto suchen, also warte hier. Und diese Freunde werden mir dabei helfen. Tatsächlich? Gehen wir, Sora? Du hättest uns vorher fragen können. Naja. Das Item möchte ich aber doch schon gerne haben. In Jiminys Gegenwart lüge ich nicht. Ja, und das Item? Ich frage mich, wo war das? Ja, frage ich mich auch, aber ich frage mich, wo das Item ist. Alter. Naja. Da wollte er es uns nicht geben. Gut, dann gehen wir jetzt die Leiter rauf. Und gucken, wo sie uns hinführt. Hey, Kupo! Kupo, wir können aus euren Items ungewöhnlich neue machen, Kupo. Lass uns jetzt etwas für euch machen, Kupo. Bringt einen Haufen Items von euren Reisen. Ja, dann machen wir das doch. So. Hier haben wir noch zwei Truhen, die wollen wir auch noch aufmachen hier. Oh, Welpen, natürlich. Welpen. Sehr schön. Mithrilerz, gut. Hey, Kupo, kannst du was für uns schmieden hier? Lass uns schmieden. Sehr schön. Ja, Freunde, hier können wir uns nämlich alles craften. Irgendwelche Items zum Ausrüsten, Schwerter, Schilder und. So, Energiereif. Was bringt denn der? Ich weiß es nicht. Kräftekette. Eiferring, Dunkelring. Meine Fresse, dass man...
Das wird wahrscheinlich Leben geben, ne? Und das wird, ja, komm. Machen wir mal so eine Kräftekette, einen Energiereif. Ach komm, weißt du was, machen wir alles. Eine Hütte machen wir auch. Und hier so ein Ding, ein Elixier. Zack. Das haben wir alles mal gemacht. Da gucken wir mal ins Inventar. So, Ausrüstung. Was? Ein Blitzerring? The fuck? Hä? Warum hat es da eine 2 auf der Seite? Verstehe ich jetzt nicht. Ach, weil wir 2 von dem haben. Ach so, ja. Klar. Maximum HP und Abwehrkraft steigen geringfügig. Kräftekette, Angriffskraft steigt geringfügig. Ach, nur geringfügig also. Ja, ja, du kleiner Bastard. Naja, gut, hat sich nicht so gelohnt. Spielt allerdings keine Rolle. Ich habe ja die Protega-Kette und alles schön ausgerüstet. Eines Tages bauen wir die Waffe aller Waffen, Kupo. Ja, da hat der Kleine gar nicht mal so Unrecht. Denn hier aus diesem Laden bekommt man das allerstärkste Schlüsselschwert. Achtung, Spoiler. Ultima. Bringt uns alle möglichen Items, Kupo. Ja, Ultima ist einfach das ultimative, geile, richtig krasse Keyblade. Ja, das werden wir uns früher oder später auch noch holen. So, jetzt aber nichts wie raus hier, denn wir haben nicht mehr wirklich viel Aufenthaltszeit hier. Ich möchte denn noch viele andere Sachen machen. Moment, muss ich gerade mal kurz überlegen. Die Welpen. Da ging's lang, ja. Traverse Nord. Ganz in den Norden. Da sind die Welpen zu Hause. So, dann mal hier hoch, nach unten. Oh, nee. Ich hab gar keinen Bock drauf hier. Gar keinen Bock, ey. Schieb ich gleich eine Krise. So, hier ins Haus der Welpen. Da bekommen wir auch wieder irgendwelche Geschenke und tollen, ja, Items. Mittlerweile schon ganz schön viele, wa? Danke, Pongo und, wie hieß die andere nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, ey. Pingi habe ich ja letztes Mal gedacht, aber war nicht so, ne? Perdi, genau. Blitzragummi erhalten. War es nur ein Item? Wollen wir verarschen hier? Naja. Gut, wenigstens haben wir ein Item bekommen. Was habe ich denn noch vor? Was habe ich noch vor? Irgendwas wollte ich noch machen. Ja, lass uns mal auf die andere Seite rausgehen, so. Moment. Ah, 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 nicht an der Vase spielen, du kleiner Hund, du. Nicht, dass noch runterfällt. Ich habe übrigens auch so einen kleinen Hund, beziehungsweise mein bester Kumpel. Habe ich, glaube ich, ein Video davon hochgeladen. Mittlerweile sollte es schon oben sein. Oder es, nee, ja, kann sein, dass es nächsten Sonntag kommt. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall werde ich ja den Vlog-Kanal auf meinen Hauptkanal rumswitchen. Und deshalb werdet ihr die Videos wahrscheinlich auch sehen dann. So. Jetzt aber genug gelabert. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Action hier mit den Zipflern. Den verschiedenen. Ja, genau. Hier wollte ich noch rein. Wasserkanal. Vielleicht gibt es was Neues. Der Leon. Hä? Der ist noch gar nicht da. War der nicht da letztes Mal? Weiß nicht mehr. Können wir denn nicht. Ah, genau, genau. Ah, super. Sind wir auch schon da. Cool. Kann ich euch auch gleich den Geheimgang zeigen. Hier. Ab zu Merlins Zimmer. Da sind wir auch schon bei Merlin. Ja, schon lange waren wir nicht mehr da bei dem lieben Merlin. So. Was? Was gibt es? Stör mich nicht, du kleiner Pisser. Ach, nichts. Eigentlich nichts, aber wir haben ja eine Seite gefunden, ne? Naja, dann untersuchen wir doch die Seite gleich mal selbst. Und ab geht's. In den 100 Morgenwald. Da waren wir ja auch schon lange nicht mehr bei Winnie Pooh und den ganzen anderen Sackratten hier. Ach, ist das schön. Ein hoher Baum mit summenden Bienen. Hineinschauen? Ja klar, warum nicht? Aber sicher doch. Hallo, ich da wer?
Was soll ich tun? Ich bin ganz alleine. Puh, Puh, wo bist du? Ich bin das Ferkel. Buh! Ja, ja, ja. Der kleine Ferkel, da hat er sich erschreckt, wa? So. Ja, jetzt stehen wir hier also auf der Lichtung. Hier drin ist nix. Gut. Hallo, Ferkel. Da, Fuck. Hallo, Ferkel. Alter. Was haben wir hier? Ein Weiher? Cool. Geh mal eine Runde schwimmen. Huch, wo bin ich denn hin? Alter, bin ich jetzt unter dem durchgetaucht? Geil. Haben wir noch eine Truhe? Nirgends, ne? Gar nirgends gibt's eine Truhe hier. Na gut. Dann müssen wir eben den Ferkel vergewaltigen. Von hinten. Oh nein, ich hab auch nichts. Tut mir leid. Tja, dem Ferkel müsst ihr... Du suchst Puh, stimmt's? Du kennst Puh? Oh, siehst du, ich habe etwas für ihn. Ich muss es Puh sofort bringen. Da ist er ja. Oh, Puh. Ja, den Ferkel könnt ihr nur von hinten fangen, beziehungsweise ansprechen. Oh, ich glaube, ich rieche da etwas sehr Leckeres. So lecker wie Honig. Hallo Ferkel, wie geht es dir? Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich dachte, du wärst fort. Hier habe ich, was du wolltest. Danke, Ferkel. Jetzt bekomme ich endlich meinen Honig. Wirklich? Aber wie? Ich fliege mit dem Ballon wie eine Biene auf den Honigbaum. Schau. Aber werden die Bienen nicht böse, wenn du ihren Honig stiehlst? Oh. Tja, und da kommen wir ins Spiel. Ja, Freunde, das ist das meinerseits meist gehasste Minigame in dem Spiel, einfach weil es richtig schwer ist. Warum und warum es wahrscheinlich auf Tastatur noch schwerer ist, werdet ihr gleich sehen. Hey, Puh! Wenn du diese Biene bloß verjagen könntest, dann würde ich ein Häppchen Honig bekommen. Hilfst du mir Honig sammeln? Ja klar, sicher. Schuhu! Oha. Der Eulerich. Oh, hallo Eule. Hallo Eule. Oh, hallo Puh. Was hast du vor? Mit einem Ballon Honig holen? Vorzügliche Idee. Erlaube mir, dir ein paar Tipps zu geben. Puh kann Honig sammeln, wenn er mit dem Ballon dem Baum hinauffliegt. Der Honig ist in den Baumlöchern, nicht in den Bienenstöcken. Okay, komisch. Warum auch immer der Honig da drin ist. Es gibt eine Menge Honig in diesen Löchern. Wenn Puh ihnen zu nahe kommt, werden die Bienen ihren Honig verteidigen. Wenn die Bienen zu Puh gelangen, platzt sein Ballon. Halte sie mit einem gezielten Hieb fern. Je mehr Zeit Puh für jedes Loch hat, desto mehr Honig kann er essen. Es gibt auch mehr Honig in den oberen Löchern. Wenn das Springen von Ast zu Ast knifflig wird, benutze das Kommando Folgen. Mit Folgen gelangst du schneller zu Puh. Aber es klappt nicht immer. Also viel Glück. Ja, Freunde,
Genau das ist das Problem. Alter, wie starte ich denn hier? Ah, super. Oh Mann, ey. Ah, und schon bin ich nach unten gefallen, ey. Das wird richtig schwer, Freunde. Ich werde wahrscheinlich bei jedem einzelnen Sprungversuch nach unten fallen. Aber naja, ich gebe mein Bestes. Oh, cool. Der springt automatisch auf den Baum. Okay, das ist eine kleine Hilfe. Auf jeden Fall ist es ein übelstes Kack-Minispiel. Also, nee, es ist eigentlich genial, aber die Steuerung ist doch etwas schwer. Aber dass es sich automatisch da wieder auf den Baum springt, das ist ganz cool. Und jetzt sind wir ja auch schon in den oberen Löchern, ne? Alter, Highscore knacken oder so? Ey, wie viele Minuten haben wir denn noch Zeit? Das ist ja gnadenlos hier. Ich war früher, glaube ich, nie so gut in dem Spiel. Naja, okay. Ist auch 10 Jahre her. Ne? Ist es normal, dass man ein bisschen Skill dazu bekommen hat hier. So. Naja, der Winnie. Der Winnie, der alte Puber. Lasst uns singen ein schönes Liedchen zu Winnie Pooh und seinem Honig. Lasst uns alle eine Runde singen. Oh nee, Alter, spielt euch nicht an. Alter, schon fast 200. Gibt's doch nicht. Highscore oder was? High on the fly. Nein! Uhrenbock. Fuck. Nah an den 200 und dann versagt, ey. Nein! Ihr Pissbienen. Dabei habe ich gar nichts falsch gemacht. Jetzt bin ich auf dem obersten Ast, Alter. Und. Ah, Junge. Super Kacke, ey. 200 können wir vergessen. Scheiße. Voll verkackt, ey. Die 200 wären so richtig geil gewesen. Nein, was machst du denn, Sora, Alter? Na super. Jetzt können wir es uns schenken. Aber ich glaube, wir haben gar keinen schlechten Job gemacht, so. 4, 3, 2, 1. Die Zeit ist um. Meins. Was ich für Honig tue, das tut auch nur ein Puh. Natürlich, Honig wie in Strömen, ja, läuft den Baum herunter, ey. Sieht man auch nicht alle Tage. Die verlorene Seite hat sich in ein Item verwandelt. Amethyst erhalten. Juhu, sehr schön. Ja, Freunde, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, denn jetzt an dieser Stelle beenden wir ihn. Ja, 18 Minuten, fast 19 Minuten haben wir auch schon wieder durchgezogen. Haben hier in Traverse Town einen Schmiedeladen entdeckt, voller Kupos und uns noch ein bisschen umgesehen. Plus haben wir die Welten zurückgebracht und hier dem Puh mit dem Honig geholfen. So, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und auch die Show. Ja, tut mir leid, dass ich das jedes Mal sagen muss, aber es wird immer wieder danach gefragt. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal hier bei Kingdom Hearts mit mir, eurem Sephiron. Tschüssikowski.